Hallo liebe Camper, hier ein kleines Video aus Dingisbühl, Miga Caravan. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was hat sich jetzt der Typ hier einfallen lassen. Ich finde aber das Gerät so interessant, dass ich euch das hier unbedingt vorstellen möchte und beziehungsweise auch nicht enthalten möchte aus der aktuellen Situation raus. Und auch aus der Situation raus, wie wir mit unseren Mietfahrzeugen, also Vermietfahrzeuge verfahren, beziehungsweise wie wir das tun, wenn Kunden zu uns kommen und sagen, ich habe ein Neufahrzeug, hier sind starke Gerüche, beziehungsweise ich habe hier mein Fahrzeug gebraucht gekauft, die Polster riechen und so weiter. Man kann mittels dieses Gerätes von der Firma AirTune ganz tolle Sachen machen. Also zum einen gibt man hier eine spezielle Flüssigkeit rein. Wenn man hier aufmacht, da ist ein Fluid drin. Und das Prinzip von dem Gerät ist einfach, dass es eben dieses Fluid gleichmäßig verdampft und der Dampf dann ausströmt und im Wohnmobil, wenn man das ins Wohnmobil stellt, entsprechend in allen Ecken und Kanten sich verteilt. Am besten macht man auch noch ein bisschen die Lüftungen an, damit dementsprechend auch die Umwälzung stattfindet und dieses Mittel, dieses Verdampfte wirklich überall hingeht und es schafft es dann, alle Gerüche zu neutralisieren und die Luft zu bereichern bzw. zu neutralisieren, damit es einfach wesentlich angenehmer ist von der Atmung her und auch vom Gesundheitsaspekt mehr. Weil das Gerät natürlich noch einen wahnsinnigen Nebeneffekt hat, es befreit auch die Luft und die ganzen umliegenden dementsprechenden Polster, Schränke und Matratzen, was da alles so im Umkreis steht, von Bakterien und Keimen. Und zum Beispiel eben aus der aktuellen Situation, weil ich vorhin gesagt habe, das ist das, was wir auch mit unseren Vermietfahrzeugen machen. Bevor das Fahrzeug wieder weitervermietet wird in der aktuellen Saison, wird das Gerät 30 Minuten platziert. Dementsprechend je nach Kubik muss man dann das Fluid dementsprechend auffüllen, damit auch wirklich genug da ist und das in der Luft sich verteilen kann, in den Schränken verteilen kann und so weiter. Aber jedenfalls aus der Situation raus können wir dann bewerkstelligen und der Hersteller gibt uns da auch ein Siegel drauf, kann man auch gern bei denen auf der Homepage bei AirTune nachlesen. 99% auch Covid-19 frei. Also auch dieser Covid-Virus wird damit vernichtet, was für mich ein ganz großes Kriterium ist, weil gerade in der Vermietung wird ja das Thema immer wieder angesprochen. Man mietet ein Fahrzeug, dann kriegt es der Nächste, dann kriegt es der Nächste. Wir haben nun mal die aktuelle Situation, den Virus gibt es, der ist da. Und man möchte natürlich trotz alledem, gerade wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, sehr gesund oder beziehungsweise wenn man gesund wegfährt, auch wieder gesund wiederkommen und sich im Wohnmobil, wenn man sich da zurückziehen will, auch dementsprechend sicher sein, dass vom Vormieter keinerlei Bakterien und gerade jetzt in dem Fall Covid-19 oder auch Grippe oder sonstige Dinge vorhanden sind. Und mit dem Gerät können wir das eben einfach gewährleisten, damit dieses auch wirklich stattfindet, damit keine Bakterien da sind. Also der Hersteller, wie gesagt, gibt seine Garantie auf 99%, schreibt auch ganz groß auf der Homepage. Und da muss ich sagen, hat AirTune sich wirklich was einfallen lassen, die auch noch ganz, ganz viele andere Produkte haben. Aber hauptsächlich geht es natürlich um Luftreinigung und Polsterreinigung, haben auch viele Möglichkeiten, Flecken zu neutralisieren. Und gerade das Gerät ist auch ganz ideal dafür geeignet, wenn man ein Raucher ist, hat im Fahrzeug geraucht oder man hat ein Fahrzeug, wo vorher geraucht wurde. Auch dieses kann im Prinzip dadurch neutralisiert werden. Verwenden auch viele Autoaufbereiter, wo es ja auch darum geht, damit man das Auto beim Verkauf wieder frisch macht, wieder schick macht. Und die arbeiten genau nach so einem Prinzip. Und wir benutzen es eben einfach für Wohnmobile, für verschiedene Arten, einmal natürlich im Vermietbereich, aber auch für Neufahrzeuge, um Gerüche rauszufinden, rauszufiltern. Jetzt schalte ich es mal ein, dann leuchtet oben das grüne Licht
Und dann sehen wir schon, hier oben ist dann der Schlitz, also die Schlitze, und da kommt dann im Prinzip das Ganze, was verdampft wird, auch dementsprechend raus. Und da kann man dann wirklich sicher sein, dass die ganze Thematik sauber ist. Jetzt hole ich nochmal was. Ich habe mir nämlich extra noch ein kleines Gerät gekauft. Jetzt muss ich gerade mal dahinter, kleinen Moment. Jawohl. Ich habe mir hier nämlich ein tolles Gerät gekauft für die Luftqualität zum Messen. Und ich habe jetzt in dem Video euch nur das Video mal vorgestellt, das Gerät mal vorgestellt, Entschuldigung. Und ich werde in einer der nächsten Videos auch mal wirklich einen Vergleich machen. Also ich möchte wirklich mal das Gerät dementsprechend aufstellen, die Luftveränderung dementsprechend darstellen und ob sich da was tut, zum Beispiel von der Luftqualität und unter anderem auch die Geruchsbelästigung. Und ich finde das Gerät echt klasse, ich finde es toll. Es ist eine wirklich tolle Geschichte, weil man da wirklich ganz viel Sicherheit ausstrahlen kann, gerade im Thema Bakterien, Covid-19, und es ist schon eine ganz wichtige Thematik. So, jetzt gehe ich mal da runter. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen könnt auf dem Video. Wahrscheinlich eher schlechter. Ich gehe mal nah ran. Da kommt jetzt so ein leichter Nebel raus. So ein ganz leichter Spiegelnebel. Ah ja, jetzt. Seht ihr? Jetzt hört man es auch. Jetzt fängt er an, weil er aufgeheizt ist. Und dann wird es dementsprechend jetzt im Raum verteilt und tut seine nötige Arbeit. Genau, ich hoffe, es war ein bisschen interessant. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend. War ein kurzes Video. Mir ging es auch nur darum, dass ich euch das einfach einmal vorstellen kann und vor allen Dingen euch auch mitteilen kann, wie wir das handhaben, gerade bei uns in der Vermietung, wie wir damit umgehen, wenn Fahrzeuge wieder zurückkommen, wie die gereinigt werden, damit man da eben einfach sicher sein kann, damit da nichts passiert. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Weiterhin gesund bleiben. Toi, toi, toi. Bald haben wir es geschafft. Wir können bestimmt bald wieder fahren. Also ich gehe davon aus, spätestens wenn jetzt die Temperaturen sich wieder ein bisschen erhöhen. Und dann kriegen wir das wieder hin und da freuen wir uns schon alle drauf. In diesem Sinn, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.